Wir haben das Ende nicht erfunden. Es war die ganze Zeit da. Wir haben es höchstens herausgefordert. Wie man eine Welle beim Surfen herausfordert. Oder einen Hai, wenn man vor ihm wegschwimmt. Guter Versuch. Wir bauten Speere gegen die Tiere. Mauern gegen die Speere. Leitern gegen Mauern. Türme gegen Leitern. Dann Boote, Wälle, Schlote, Rasierschaumtortenkatapulte. Und als der ganze Schutt schließlich selbst die höchsten Türme zu überragen drohte, bauten wir ein Raumschiff. Angetrieben von nichts Geringerem als der Sprengung unseres Heimatplaneten. Die Vorbereitungen dauerten Jahrzehnte. Aus der Arche wurde ein Zuhause. Mein Zuhause. Elysium. Niemand von uns ahnte, dass Abertausende Ahnungsloser im Schrott überlebt hatten. Das Symbol der Hoffnung wurde zum Damoklesschwert für Deponia. Zum Glück kam es anders. Einer jener Ahnungslosen durchkreuzte den Plan. Er rettete Deponia und alle, die darauf zurückgelassen wurden. Und er rettete mich, indem er sich fallen ließ. Ende. Ach, der Schluss gefällt euch nicht? Ihr hofft noch auf ein Happy End? Aber, ihr wisst doch, Enden und Haie, man sollte sie nicht herausfordern. Wobei ich mich seit damals schon des Öfteren frage, würde ich etwas ändern, wenn ich die Zeit zurückdrehen könnte? Was wäre das bessere Ende? Oder will ich einfach nur, dass es niemals endet?